Aloha, meine Lieben, ich werde hier rudely unterbrochen. Oh Gott, jetzt laufen die alle auf uns zu. Zu einer neuen Folge Division mit der wunderbaren Zockerrübe. Ich glaube, ich muss jetzt mal hier schnell was werfen. Ist das geil. Wir legen direkt los. Ja, genau. Keine Zeit verschwenden. Nee. Keine Ahnung, was die jetzt aufgescheucht hat. Wir waren ja schön ruhig in unserer... Obwohl, nee, der hat sie ja gar nichts aufgescheucht. Die haben sich einfach nur formiert. Meine Granate hat sie dann. Ja, das sagen die immer. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Perfekt, danke. Es ist lustig, ich habe auch gerade geguckt, wo du bist, ob ich meinen setzen kann. Oh. Oh, noch eine kann ich nicht aufnehmen. Alter, was ist denn hier los, ey? Ich kann jetzt gerade meinen Kopf nicht hoch machen. Oh nein. Na komm. Jo. Perfekt. Sehr gut. Ja, dann müssen wir nochmal in das Safe House da wieder abgeben. Mhm. Ja, hier war auch nichts mehr. Doch, hier hinten habe ich noch ein bisschen Munition. Ich mache schon mal hier die... Wir sind bereit einzudringen. Fertig machen. Der Schlange wurde... Blitzreise. Ja, ich glaube, das war es. Wo ist denn das Safe House? Da oben. Aber bei, in dem anderen, da könnte sein, dass ich das noch nicht machen kann, weil ich da noch, Nebenmissionen offen habe. Ja, können wir mal gucken gehen. Mein Rücken ist total im Eimer. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Dann seid ihr nicht nur Überlebende, sondern auch Masochisten. 5 Zieldaten. Okay, dann gehe ich auch mal eben kurz in mein Lager. Die Waffen muss ich mir mal alle in Ruhe angucken. Ja. So. Verkaufen tue ich dann auch später. Passt ja zum Glück genug. Ich habe einen Einsatzbehälter gefunden. Mit dir stimmt was nicht. Was da drin ist. Ich glaube, ich brauche einen Arzt.
Bonusobjekt, eine rote Caduceus. Was ist das denn? Oh, wow, was ist denn das? Das ist cool. Rot ist gut. Rot ist sehr selten. Da musst du mal auf die Talente achten, die da drauf sind. Ein Sturmgewehr ist Präzision, von der Präzision her besser. Wie, das war in so einem normalen Einsatzbehälter drin? Mhm. What? Voll gut. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, die sind nur in den Waffenbehältern. Hm? Wochenbehälter. Warte mal, ich rüste die mal eben kurz. Ich rüste die mal eben kurz aus. Auf 2. Was sagt der beim Talent da rechts? Das ist immer das, was besonders ist. 18% gegnerischer Rüstungsschaden. Oh, das ist nicht so schlecht. Präzise. Präzision wird um 25% gesteigert. Das ist ja cool. Die mal, warte mal, entmodde meine mal eben. Mods entfernen und lege die mal an. Und modde die mal kurz. Platz wählen. Dann der Unterlauf. Mit mir stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Ja, ich habe echt noch. Also, ich glaube, ich muss alle Kämpfe und alle Nebeneinsätze erledigen und das habe ich noch nicht im nächsten Bereich. Ich weiß nicht, ob wir das noch eben machen wollen. Okay. Ich reise schon mal zu The Last Call. Ja, da sind noch ein paar. Also 2 Kämpfe sind noch da und 2 Nebeneinsätze, die ich machen muss. Okay. Okay, ich komme sofort. Ist ein bisschen besser. Ja, das ist nicht wirklich besser. Okay, jetzt bin ich aber gespannt, wie die ist. Wo bist du hingereist zu The Call? The Last Call, ne? Genau. Okay, ich komme mal rüber. Wissen Sie, ich habe mir schon gedacht, dass Sie das alles regeln werden. Also habe ich hier im Safehouse ein kleines Dankeschön für Sie vorbereitet. Hä? Wo denn? So, ich bin auch da. Ich bin immer noch 253, ne? Ja? Ja, weil meine Präzisionsgewehr noch 229 ist. Aber die ist so gut. Die wollte ich noch. Ja, den muss ich irgendwann mal austauschen. Das ist doof, ne? Ja, also. Ja, die macht so. Ja, ich muss die mal austauschen gegen anderes Gutes. Hä, hey, was meint die? Ich hab hier gerade. Es gibt keinen Notfalldienst mehr. Denn alle Ersthelfer wurden in die größeren Städte abgezogen. Du wolltest jetzt. Ja, ich habe jetzt noch, wie gesagt, ein paar Nebeneinsätze, die ich machen muss. Mhm, ja, dann lass uns da noch mal welche dann vormachen. Dann kriegst du die nämlich auch fertig. Hey, genau. Ich 2 Kämpfe und 2 Nebeneinsätze. Warte, was ist denn hier? Aha. Okay. Ja, dann markiere ich mal was. Mhm. Warte, hier ist ein Nebeneinsatz im Safehouse, aber ich check nicht wo. Das ist ein. Warte mal. Das müsste hier bei dem Ding sein. Ja, das dachte ich auch, aber der hat nichts für mich. Ja, das kriegst du irgendwann. Das Problem hatte ich auch. Okay, dann muss ich wahrscheinlich erst alle anderen machen. Okay, dann markiere ich mal. Ja. Wenn du die alle anderen fertig hast, dann kannst du zu ihm zurück. Okay. Ich muss Sie um einen persönlichen Gefallen bitten. Ich bin vorbeigerannt. Oh, und ich an der Tür vorbeigerannt. Sie ist mir wichtig. Hast du markiert? Ja, habe ich. Siehst du die Markierung nicht? Wir haben uns lange nicht gesprochen und ich habe keine Adresse. Aber sie hat eine Selbsthilfegruppe aufgesucht. Nee. Wenn sie dort beginnt, ja, das kann sein, weil. Ja, genau, weil ich du. Ich habe die Adresse hochgeladen. Gruppführer bist, Warnung. Siehst du die, glaube ich, nicht. Verlassen des sicheren Bereichs.
glaube, da sind welche hinter uns her, Queenie. Oh, was? Ernsthaft? Wow, ist die cool. Das sieht aber ganz gut. Überhaupt nicht treffen. Jo. Das Wort. Okay, neues Ziel, Treffpunkt. Siehst du denn diese Ziele auch, die ich machen muss? Ach, den habe ich jetzt auch. Den hatte ich auch noch offen. Ja, guck. Ja, und jetzt? Hä? Wir müssen hier durch, glaube ich, dich. Ich habe hier gerade so ein Echo gehört. Ah, hier. Gehört das dazu? Ziel erfüllt. Und jetzt? Was noch machen? Okay, Echo untersuchen. So, untersuchen wir mal. Sieht es diese Woche besser aus? Es wird noch schlimmer. Bill und Sandra sind krank und seit Wochen hat keiner was von Alexis gehört. Okay. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Wir müssen es einfach versuchen. Okay. Wir sind Überlebende. Was ist da draußen los? Ich war auf dem Weg hierher bei ihrer Wohnung, aber sie hat nicht aufgemacht. Sie ist vielleicht krank. Mein halbes Büro hat sich was eingefangen. Ich weiß, aber letzte Woche war sie auch schon nicht da. Okay, das muss es eigentlich gewesen sein, oder? Ja, man kann nichts mehr machen, Alexis, ne? Alexis, hier, ja. Ich wollte wissen, ob du heute noch kommst. Auch wenn die Woche scheiße war, dafür sind wir ja hier. Komm rüber, wenn du kannst, und ruf mich an. Auch wenn du nicht kannst, damit wir wissen, dass es dir gut geht. Okay? So, war's das jetzt? Das war der Nebeneinsatz? Nee, es kommt ein nächster. Da ist auf der linken Seite noch einer Beschaffung UV-Filter Teil 3. Genau, den muss ich auch noch machen. Okay, Agent. Ich habe eine spezielle Bitte an und Sie. Rechts von anscheinend uns, gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang des Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon drei... Gar nicht offen. Ich habe den jetzt markiert. Rechts ein Stückchen unter uns dann scheine ich den aber schon Osten. Zu haben, weil den sehe ich nicht. Mhm. Oder? Wo bist denn du? Ich bin hier draußen. Ach so, du bist schon draußen. Okay, warte, ich komm. Ja, dann laufen wir erstmal dahin und dann gleich zu dem anderen mit dem UV-Filter. Oh, jetzt schieß ich sogar bei dem Ding daneben, ey, sag mal. Ich glaube, wir müssen hier rein. Genau, hier können wir durch und dann hier hoch und dann hier in den Raum. Aktives Echo-Signal geortet. Hi Alexis, hier Brenda. Du hast dich leider nicht mehr gemeldet. Okay, super. Teil 3 entsperrt, okay. Die Familie meines Bruders verlässt zur Sicherheit die Stadt.
Sie fahren zu meinen Eltern nach Passaic. Ich werde wohl mitfahren und ich weiß, dass du gerade auf dich allein gestellt bist, aber du sollst wissen, dass du gerne mitkommen kannst. Ruf mich an, wenn du das hörst. Ich möchte wirklich wissen, ob es dir gut geht. Tschüss! Ja, okay, dann haben wir den dritten Teil freigeschaltet. Okay, und der ist dementsprechend... Ich glaube, das wird auch immer markiert dann, ne? Ja. Das ist aber nicht hier. Nee. Da muss er... da rum. Ach, da oben. Okay. Oh. Ich habe nichts, was Sie wollen. Okay, dann gehen wir da nochmal eben hin. Upsi. Laufen wir nochmal eben der Knie hinterher. Junge, du siehst keinen Morgen mehr. Ah, oh, schon wieder so ein Arschloch. Da bleibst du stehen. Dann bleibst du stehen, du Sack. So nicht, mein Freund. So. Oh, da sind ja noch mehr. Ich finde das immer so geil, wie dann, wenn du dich mal umguckst, wie dann so die Passanten immer schneller gehen. So, ja, so ganz schnell weg hier, ganz schnell weg. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen, ich bin direkt. Oh, da kommt schon wieder eine Gruppe. Sag mal. Die können mich mal. Ja, wirf mal, ich brauche noch eine Granate. Das ist ja auch ziemlich geil, ne? Was denn? Dass du die Granaten entschärfen kannst. Ja, und vor allen Dingen gehen die dann ins Inventar über, weil bei manchen Kämpfen verbrauche ich so viele Granaten, dass ich keine mehr habe. Hm. Und die kriegst du ja, du kriegst ja, glaube ich, nur diese Standardgranaten aus den Kisten im Safehouse und die anderen alle nicht. Ja. Ja, das fand ich halt auch richtig cool. Hey, komm, den machen wir fertig. Ah, da ist schon wieder so eine Gruppe. Schluss mit dem. Warte, ich sag dir mal eben, was noch die anderen Sachen sind. Also die höhere Attribute plus 3% Totalwiderstand und Bonus exotischer Schadenminderung, Schutz vor Elite und dann halt dieses ja, zum genau. Du weißt, was ich meine. Geil. Die Granaten. Aber nur alle 8 Sekunden, ne? Also wenn einer viele hintereinander wirft, dann nimmst du natürlich auch Schaden. Ja. What the fuck? Von hinten kommt da auch noch einer, oder was? Wir könnten nicht kommen. Wo? Ja? Ich hab das jetzt gerade gar nicht gecheckt. Ach, da oben! Oh, stimmt! Achso, der ist hinter der Mauer. Okay. Schießt da 20.000 Kugeln drauf. Was für ein Arsch. Cleveres kleines Schweinchen. Hm. Wie kommen wir denn da rein? Ich glaube von der... genau da, wo du gerade reinläufst. So, da bin ich ja mal gespannt. Jo, ich auch. Wie viele Teile da es da gibt. Also ich könnte mir vorstellen, der dritte ist der letzte. Hä, wo ist das denn? Nee, da irgendwo. Hä? Ach, warte mal, ich muss das eben... Ah, hier rein. Ah. Ja, was haben wir jetzt aufgenommen?
Oh, hier ist Überlebensratgeber. Irgendwie Lach muss man da hier hoch. Ja, habe ich auch aufgenommen. Hä, wie kommt man denn hier hoch? Gibt es hier ein Treppenhaus? Hier ist auch noch so eine Lootkiste. Oh, geil, eine grüne Waffe. Yeah. Ah, hier. Aber nicht so gut, ne? Nee. Wahrscheinlich hätten wir das irgendwie so ganz am Anfang finden sollen. Ah, hier geht's noch weiter hoch. Genau, und hier liegt auch das Drehwurm, ey. Echo. Ah, okay. Jess, ich hoffe, du hast es rausgeschafft. Okay, Teil 3 abgeschlossen. Ich weiß, Teil 4. Oh, nee. Du liebst Keime, aber das sind sogar für dich zu viele. Wenn die Welt jemals wieder normal wird, hoffe ich, dass du dies findest und weißt, aber dass guck mal, ich nicht leiden musste. Die ist von Jessica Candle als vermisst gemeldet. War das die Frau von ihr? An die Stelle, ja, das weiß ich nicht genau. Weil die hat doch irgendwann mal was gesagt, ne? Dass die weg ist, ihre Freundin oder so. Ich kann mir wirklich einen schöneren Ort vorstellen. Ich werde dich für immer lieben. Deine Alexis. Ich glaube fast. Oh. Adressiert an Jessica Candle. Oh. Das ist die Freundin von der oder die Frau oder was auch immer. Okay, Teil 4. Oh, da müssen wir das für Jessica hier regeln. Jessica, wir regeln das. Wir finden raus, was mit ihr passiert ist. Ja. Und dann kommen wir und trösten dich. Mit einer Flasche Wein. Na, komm schon. So, ja, jetzt bin ich immer wieder gespannt. Ah, machst du die? Jo. So viele andere haben mich einfach nicht beachtet. Hier jemand ist... sollte sie be... Da hinten sind wieder... Aber ich glaube, wir können einfach an den... das sind JTFs. Aber die Straße runter kommen wieder welche. Mein Gott, wie viele sind denn hier? Hey, an allen Seiten. Ja. Jo, perfekt. Finde ich auch geil, da wo die Bomben einschlagen oder die Granaten, dass du da so schwarze Flecken hast. Ja. Oh, ich habe eine bessere M700 gefunden, das ist gut. Also eine M700 Carbon, mit der spiele ich Präzision oder was? Präzisionsgewehr und ich finde das super. Das ist nicht so ganz schnelles, aber das hat halt viel Bums. Also das gefällt mir sehr gut. Warte mal, welches habe ich denn? Ich habe die MK17. Ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also zum Beispiel die M700, die hat in Anführungsstrichen nur 166.155 SPS, aber die hat halt 125.000 Schaden. Das heißt, jeder Schuss macht mehr Schaden bei der. Wow, okay. Das ist... deswegen kann man, glaube ich, nicht immer auf diese SPS gehen. Sondern muss auch mal mit dem Schaden gucken. Aber wenn er halt daneben schießt, ist kacke, ne? Ja. Tun Sie nichts unüberlegt. Ja, das musste ich schon das eine oder andere Mal so. Flöpp, okay. Mein Gott, hier überall explodieren ja andauernd irgendwelche Sachen. Ach, da. Bums. Hasse diese Scheiß-Cleaners. Okay, hier sind die JTFs. Sieh mal, wer da ist. Schön, dass es noch anständige Menschen gibt. Jo. Sieh mal, wer da ist. Das war aber ein bisschen von oben herab, ey. Ja, was auch immer.
Alter, wie scheiße seid ihr eigentlich drauf, ey? Wir retten andauernd euren Arsch. Ihr könnt einfach nicht in Deckung gehen. Die alten Nullpiece. Oh, hier hinten liegt noch was, Queenie. Oh, ja? Hier ist noch ein Laptop. Wo? Ah, da. Als ich zum ersten Mal eine Uniform anzog, wusste ich, dass ich den richtigen Weg für mich gefunden hatte. Ich wusste, ich hatte eine Bürde auf Lebenszeit auf mich genommen. Und selbst als ich dem Militär den Rücken kehrte, wusste ich, dass meine Verpflichtung zu dienen immer noch gültig war. Diese Verpflichtung ist mir und allen Männern und Frauen beim Last Man Battalion sehr wichtig. Wir bringen den Job zu Ende. Wir dienen mit Würde und Ehrgefühl. Und wir werden, falls nötig, bis zum letzten Mann kämpfen. Denn das ist es, was uns ausmacht. Und was wir immer tun. Das Last Man Battalion. Ja, klar. Sicherheit. Auf die Verlasse. Das ist voll laut, ey. Diese Ansagen. Ist das irgendwie lauter geworden? Okay. Neues Ziel: Alexis Thorn finden. Wo machen wir das genau? Da hinten. Oh, hier da, wo die Piano. Ja, die war doch auch ausgezeichnet da in dem einen Echo. Mhm. Oh, ich habe einen blauen Kommandorucksack dafür gekriegt. Ich auch, Wahnsinn. Yes! Ist sie das? Ja. Weil sie ja auf ihrem Klavier stand, ja, Klassik, Piano, bester Spieler, bla. Ja, und ja, warum bist du vom Candle abgehauen? Können wir dich irgendwie zu Jessica zurückbringen? Okay. Gut, also wir haben sie gefunden, wir können Jessica Bescheid sagen. Hm. Okay. So, jetzt haben wir hier noch einen Einsatz. Was war denn das her? Direkt am Safehouse ist irgendwie noch einer. Ach, wir sind ja jetzt hier. Ja, stimmt, wir sind woanders. Genau, ich würde halt den machen. Empfange eine verschlüsselte Nachricht. Nachdem ich aktiviert wurde, hörte ich, dass einige Division-Agenten der ersten Welle in Lower Manhattan gearbeitet haben. Aber niemand hat mehr etwas von ihnen gehört. Von einigen wissen wir, um wen es sich handelt. Wir müssen sie finden, um zu sehen, ob sie noch leben. Und falls nicht, müssen wir herausfinden, warum. Da haben wir zwei Nebeneinsätze. Ich lade die letzte bekannte Position hoch. Und zum Safehouse in Kips Bay gehen. Kriegen wir einmal da dementsprechend Belohnung. Ja, aber ich habe noch einen offen irgendwie. Vermisste Person, Noble Team. Ach so, ja, sie genau. Sollen für Faders verschwinden eines Division Teams der ersten Welle. So, das müssen wir, glaube ich, erst erledigen, bevor wir die da im Safehouse freischalten. Okay, dann lass uns aber eben einmal kurz zum Safehouse reisen, weil das ist dann kürzer. Ja. Als wenn wir da jetzt rüberrennen. Ja. Wir haben 27 Minuten, Rübchen. Ja. Dann machen wir... Genau. Machen wir mal einen Cut. Machen wir einen Cut hier und sehen uns dann in der... Wie spät haben wir das? Betreten eines sicheren Bereichs. Nächsten Folge wieder, meine Lieben. Jawohl. Ich fülle dementsprechend einmal kurz meine Munition auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, meine Lieben. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Hallo. Tschüssi.